just let me go. Owers and tastemakers make us no chaser. Heute mache ich mal wieder ein Unboxing. Diesmal zu einem Kamera-Schultergurt der deutschen Firma Sun Sniper. Es ist das kleinste Modell der Firma, nennt sich The One. Hat mich etwa 40 Euro gekostet. Es gibt von der Firma noch andere Modelle, die beispielsweise Stahlseile verwebt haben und dadurch eben noch stabiler sind, aber für meine Zwecke reicht dieses Modell vollkommen aus. Jetzt packen wir das Ganze mal aus. In der Verpackung selbst ist noch so ein kleiner Gummiring. Falls die Kamera nicht genau auf den Schraubverschluss passen sollte. Und ansonsten noch eine Anleitung. Aber ich denke mal, das Ganze ist ziemlich selbsterklärend. So, also der Gurt selbst ist ziemlich dick gepolstert, lässt sich hier auf beiden Seiten öffnen. Auf dieser Seite kann man dann die Länge noch einstellen. Auf dieser Seite ist so ein so ein Anti-Blockier- oder Anti-Rutsch-Verschluss. Und das hier ist eigentlich die Besonderheit dieser Sun Sniper Gürtel, und zwar diese Kugellager eigentlich, die sich dann mit der Kamera mitdrehen. Das heißt, die Kamera wird hier auf dem normalen Stativgewinde festgedreht und dreht sich dann eben bei Bewegungen mit. Und diese Halterung selbst gleitet eben dann auch hier über den Gurt. Geht auch sehr leichtgängig und somit hat man dann die Kamera auch sehr schnell einsatzbereit. Und durch dieses sehr leichtgängige Lager wird das Ganze dann auch vor Stößen geschützt und lässt sich ganz komfortabel dann auch halten. Wie gesagt, hier gut gepolstert, hier unten so leicht perforiert. Ja, das war es dann eigentlich zu dem Sun Sniper One. Kameragurt, und ich bin gespannt, wie sich das Ganze dann in der Praxis machen wird. Ich bin jetzt mit dem Sun Sniper One einfach mal nach draußen gegangen, um euch das Ganze zu demonstrieren. Falls die Bildqualität jetzt etwas schlechter sein sollte, liegt daran, dass ich das Ganze jetzt mit dem Handy filmen muss, denn die Kamera habe ich ja hier. Und wie man sieht, geht das Ganze sehr leichtgängig hier über den Gurt. Und auch hier am Gewinde lässt sich das Ganze drehen, sodass man damit vollkommen flexibel ist. Der Schulterriemen ist sehr angenehm zu tragen durch die dicke Polsterung. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Ganze auch bei längeren Touren auf Dauer nicht unangenehm wird. Und auf jeden Fall ist es so wesentlich angenehmer als mit diesem Standard-Ken, Halsband. Und somit kann ich eigentlich für den Sun Sniper One definitiv eine Kaufempfehlung ausstellen. Es ist zwar kein günstiges Produkt, es gibt wahrscheinlich auch
von anderen Herstellern günstigere. Wobei ich sagen muss, dass dieses Gelenk hier auf jeden Fall seinen Preis wert ist. Und das bekommt man eben auch nur bei der Firma Sun Sniper. Also für alle, die die Kamera auch auf längeren, beispielsweise Wandertouren mitnehmen wollen, ist dieser Schultergurt definitiv eine Kaufempfehlung. Thank you.